Hey Leute, willkommen zurück zum Server-Test, glaube ich jedenfalls. Jo, wir sind hier auf Balayacraft, ein recht interessanter Server, wie ich finde. Da oben steht es nochmal in groß, Balayacraft. Ich spreche das einfach irgendwie total künstlich aus. Und gerade eben bin ich in diesem kleinen Gebäude da drin gespawnt. Hier sind schon einige Leute mit drauf, weil ich wieder auf Facebook und Twitter gepostet habe, dass ich hier bin. Und deswegen fand ich auch dieses Intro gerade hier mit dem Dimbo gerade einfach perfekt. Jo, wo sind wir hier gerade? Das ist ein nicht allzu großer Server, hatte ich zumindest in Erinnerung. Aber dennoch finde ich jetzt schon seine Spawn-Umgebung hier relativ episch. Hier auf diesen schwarzen Dingern. Ach Leute, lasst mich doch mal was lesen. Hier auf diesen schwarzen Dingern stehen die ganzen Regeln und man sollte die sich auch durchlesen, weil irgendwo ist dann das Passwort versteckt, das man benötigt, um hier weiter spielen zu können. Wir gehen jetzt einfach mal hier weiter durch, weil ich das alles schon im Voraus gemacht habe, auch schon als Benutzer hier registriert, wow, gigantisches Lag, hier auch schon als Benutzer registriert bin. Und jetzt werden wir erstmal, ich denke, dieses große Schiff nehmen, um diese Insel zu verlassen, auf der wir uns momentan befinden. Denn wie sich das für mich momentan so scheint, sind wir hier tatsächlich auf einer großen Insel im Nirgendwo und müssen es schaffen, von hier wegzukommen in die wahrscheinlich richtige Stadt. Allein diese Idee, dass wir auf einer tropischen Insel quasi, Balaya ist irgendwie so ein bisschen tropischer Name, erinnert mich ein bisschen an den Pirates of the Caribbean Film. Ach, Black Hawk ist auch da. Hi. gerade daran erinnert es mich ein bisschen. Und jetzt müssen wir hier mit einem tropisch aussehenden Piratenschiff oder so weiterfahren. Und dazu müssen wir Benutzer sein. Also los geht's. So, was haben wir hier denn Schönes? Zu den Warps. Okay, die Warps sind im Keller. Willkommen auf unserer Inselwelt. Hier findest du die wichtigen Warp-Punkte. Ich bin schon wieder fast am Sterben, hey. Admin Shop, Asia, Ägypt. Boah, je. Warp-Eventplatz. Warp-Shop-Insel. Das ist richtig cool. Das kommt mir nämlich. Ich würde mich auch immer ins Feuer stellen. Das kommt mir nämlich so vor, als wäre diese Map so aufgebaut, dass alles so auf einzelnen Inseln spielen würde und wir jetzt hier gerade auf dem Hauptschiff sind, von dem wir entscheiden können, wohin die Reise geht. Wenn dem so ist, dann ist das richtig cool. Ja, und ich bin gerade am Verhungern. Reunion. Start 1. Dezember. Adventskalender. Ist ja cool. Ist ja richtig geil. Das ist mal eine Idee, die ich gigantisch finde. Wie krass ist das denn gemacht? Ein virtueller Adventskalender mit Bildern und Sachen, wo man. Ey, das ist ja einfach nur episch, hey. Auf sowas drauf zu kommen. Richtig, richtig geil. Und ja, man sieht, ich habe mein eigenes Texture Pack drin. Denn hier ist meine Map. 10-mal K. Oh, das ist cool. Doch, das ist wirklich echt gut gemacht. So, also zurück auf unser Boat und erstmal in die Reunion. Keine Ahnung, was das zu bedeuten hat, aber das werden wir ja gleich sehen. Kann man hier Jump'n'Run machen? Bitte sagt mir, dass man hier Jump'n'Run. Ich will Jump'n'Run. Ich muss Jump'n'Run. Komm, muss Jump'n'Run. Muss Jump'n'Run. Okay, fuck. Ah, nicht mir alle hinterher springen. Wenn ich hier vom Boot runterfall, bleibt mir wahrscheinlich nur noch der Tod. Okay, was ist die Reunion? Nach Reunion. Wir gehen erstmal in die Reunion. Huch. Instant Teleport. Sehr schöne Sache. Gefällt mir immer wieder, dass es sowas auf Servern gibt. Willkommen auf Reunion. Huch. Ein riesiges Luftschiff. Ich weiß jetzt nicht, wo wir gelandet sind. Herzlich willkommen. Okay. Hübsch, also das ist hier die Reunion. Ich weiß nur nicht wirklich, was ich hiermit anfangen soll. Denn, ach guck mal, da vorne ist eine Stadt. Ja, okay. Dann laufen wir erstmal dort rüber. Und laufen ist hier leider tatsächlich die richtige Beschreibung. Denn wir können nicht mehr sprinten. Kacke. Mensch, das ist überhaupt nicht cool. Übrigens, unten links sieht man eine ziemlich geniale Chat, Plugin-Version, wie auch immer. Denn es ist ja tatsächlich möglich, dass hier mit Minus und Plus immer angezeigt wird, wo man gerade hingeht. Mann, ich will sprinten können. Das nervt mich gerade tatsächlich ein bisschen. Kommt man hier irgendwie durch? Nee, one way. Ey. Boah, du kleiner. Ja, habe ich dich auch getrollt. So. Wie? Ich brauche hier irgendwas zu essen. Mensch. Ah, guck mal, da kommt man rein. Vielleicht finden wir ja irgendwo was zu essen. Oder gibt es vielleicht irgendwelche Starter?
Karte. Ah, scheint nicht so. Type hell. Ah, guck mal, Lottery. AFK, ignore. Scheiße. Wir brauchen dringend was zu essen, Leute. Balaya Team. Okay, das sind die Leute, die hier hinten dranhängen. Ich frage mich nur, was die Reunion bedeutet. Da hätte ich mir vielleicht irgendwie auf der Webseite so ein bisschen die Hintergrundstory durchgucken müssen. Und meine Haare machen schon wieder irgendwelche Scheiße. Das geht mal gar nicht. Aber wenn ich mir schon wieder angucke, was für epische Sachen die hier einfach bauen, dann muss ich schon sagen, das ist irgendwie... Das mir gefällt schon wieder, ja? Jetzt gehen wir mal hier. Warps. Geht das so? Ja. Asia. Nee, warte mal, das ist wahrscheinlich Warp Asia. Asia? Genau, nicht bewegen. Tja, und bye bye, Leute. Oh Mann, ich liebe das, mich einfach wegzuporten. Zum Asia Town. Ja, alle voll verwirrt und so. Auf einmal weg. Hihi. Ja. Ich sag euch doch, wo ich bin. Okay, ich habe ja gesagt, wir haben noch eine zweite Welt. Hey, ihr habt viel zu viele Welten, glaube ich, ey. Ich komme ja hier überhaupt nicht mehr zurecht. Tatsache ist, dass ich gerade irgendwo bin, irgendwo, wo ich nicht glaube, dass ich hin hätte sollen. Und ich würde gern zurück zum Spawn. Geht ihr irgendwie? Oder kann man hier irgendwie Warp? Ich will nochmal gucken. Miami. Komm, das ist was für uns. Warp Miami. Miami, Bitch. Ja, das gilt als nicht bewegen. Herzlich willkommen auf Miami. Hallo. Jetzt Miami. Ja, nur weil ich mich die ganze Zeit hier rumporte, ist es natürlich ein bisschen schwierig, mir dann zu folgen. Aber cool. Mann, Leute, ihr baut richtig epische Sachen. Also ich habe einfach nur Glück mit meinen ganzen Projekten. Meine Haare, mit denen habe ich kein Glück. Ja, halb. Weil irgendwie im Adventure spiele ich nur geile Adventure-Maps und hier, ey, das sieht ja richtig episch aus. Ich will da hochklettern. Ich bin so einer, der muss in Minecraft überall hochklettern, weil es geht. Nein, ich komme nicht weiter hoch. Mann, ich will weiter hochklettern. Da es hier eher als Protected ist, muss ich es nicht mehr versuchen. Grundstücke Verwaltung. Nee, ich muss jetzt eigentlich nicht ins Bürgerhaus. Aber es ist schon relativ cool hier. Ich denke, da hinten wird die Insel auch wieder vorbei sein. Das heißt, es ist tatsächlich... Ja, die meinen ihre Inselwelt. Skate, wo bist du? Miami. Die meinen das mit ihrer Inselwelt schon wörtlich. Na, guck mal, hey. Richtig cool. Hier kann man dann seine Grundstücke kaufen, so wie es eben gedacht ist. Und dann sich hier coole Sachen pflanzen. Und tatsächlich... Komme ich nach Miami. Hallo, Warpen. Du hast wohl die Regeln nicht gelesen, glaube ich. Aber schön, dass der Administrator ihm hilft. Richtig, richtig cool, Leute. Ich habe jetzt nur ein einziges Problem. Ich bin nämlich kurz vorm Sterben, wie eigentlich jedes Mal im Server-Test, ja. Ich krieg's ja nicht hin, dass ich mal einen Server-Test starte, ohne dass ich... Ja, vielleicht... Hallo? Da oben sind überall Admins. Ohne dass ich mal... Nicht am Anfang schon fast wieder von Hunger und so weiter getrieben. Mir ist langweilig. Yay. Von Hunger getrieben draufgehe. Naja, jetzt werde ich auf jeden Fall vielleicht mal draufgehen. Wir gehen jetzt nochmal zurück und gucken, ob wir da irgendwie wieder zurück aufs Dinger kommen. Na, Spleef. Wir können nachher eine Runde Spleef zocken mal wieder. Ich hätte es cool gefunden, wenn es hier irgendwie so ein Unterwassereingang wäre oder sowas. Fragt, ob er sich zu teleportieren. TP accept. Ja, jetzt geht es wieder los. Accept. Zack. Ja, es nützt nur überhaupt nichts, wenn sich jetzt Leute zu mir teleportieren. Weil ich bin sowas von tot, ne? Wir können mal die Spielerliste angucken. Oh, das sind ja gar nicht so viele. Ist ja ein ganz kleiner Server. Ja, hier sind wir hergeportet worden. Und wir sind jetzt gleich tot. Kacke, Alter. Mann, ich will jetzt noch nicht sterben. Was machen wir denn jetzt? Oh oh. Schaden. 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 Kacke. Aua. Was ist das denn? Du siehst aus wie ein Zombie. Oh, danke. Danke, du rettest mir gerade den Arsch. Swarp Spleef Arena. Komm, bevor wir uns hier weiter umgucken, gehen wir erstmal ins Spleef. Spleef Arena. Zack. Wieso funktioniert der nicht? Mach Spleef Join. Spleef
Join Spleef Arena. Passiert da jetzt irgendwas? Ich glaub's nicht. Nochmal. Warp Spleef. Ihr könnt. Macht Spleef Join. Spleef. Mensch. Ich finde die Bedienung hier auf dem Server etwas komisch. Spleef Arena. Aber jetzt. Tippy ready in den Chat, wenn du bereit bist. Okay. Ready. Klar. Okay. Das Spiel ist noch nicht gestartet. Aber ich bin ready, ne? Ready. Ja, ich bin ready. Spleef. Ich weiß nicht, aber irgendwie ist das so die alte Tradition. Wenn ich auf einen Server gehe, ich meine, das ist jetzt der dritte oder vierte Server, auf dem ich bin, dann muss ich einfach hingehen und... Super, schreibt einfach ready hin. Oh, Kinder. Da muss ich einfach hingehen. Das geht, ich will dann together mit dir machen. Es wäre jetzt asozial, wenn ich zurückschreibe, aber ich nicht. Aber da habe ich schon mal was drüber gesagt, über Togethers. Weil, ach, ich erzähle das irgendwann anders. Das gehört jetzt nicht in meinen Server-Test. Weil, was wollte ich jetzt gerade sagen? Genau, es ist schon Tradition, das ist ja nicht mein erster Server-Test, dass ich einfach immer hingehe. Und es ist schon so weit. Nee. Wie euch auch. Bla bla bla. Und zwar, dass ich dann immer irgend so ein Minigame spiele. Das letzte Mal hatten wir ja dieses wirklich epische... Was war denn das für ein Game? Ach, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht mehr, wie das ging. Dieses Monster-Töten-Game, das ich total geil fand. Dann hatten wir zwischenzeitlich mal Was war das für ein Spiel? Das war das... dieser Jump'n'Run. Das war zwar auf demselben Server, aber egal. Dann hatten wir schon... Ach, wir hatten schon so viele Spiele, Sachen, die wir gemacht haben. Jetzt könnte es langsam losgehen. Hallo, ich bin ready. Ich gebe dir auch noch gern mal nochmal ready ein. Ja, ja, Lars, sag du nur ready. Dann geht der Kampf los, ne, sobald ich sterbe. Ich will nicht als erster sterben, verdammt. Hoffentlich sind meine Items gesichert, wenn ich hier sterbe. Ich brauche Essen. Das ist eine recht große Arena, finde ich. Kann ich eigentlich Leute hören? Kann ich? Ups. Kann ich echt? Kann ich Leute verletzen? Hui! Ach ja, das wird ja schön. Wieso geht's auf einmal los? Wieso ohne Vorwarnung? Ihr kennt mich. Wenn ich Spleef spiele, dann renne ich erstmal 2,5 Meter außen rum. Bevor ich irgendwie anfange, mich mit irgendjemandem zu kloppen. Weil dann sind die ersten meistens schon weg. Manchmal. Außer die gehen alle auf mich los. Oh Gott. Hört auf, mir hinterher zu rennen. Hilfe! Ja, ich werde mich... Weißt du?